vor bei mir, ich bin 10, ja, und ich kriege jetzt 3 Fragen gestellt, die ich für euch beantworte. Also ich habe ursprünglich Finance studiert, also Finanzen, und wollte eigentlich was. Auf jeden Fall habe ich dann Instagram gemacht und habe gemerkt, dass mir sowas Kreatives viel mehr Spaß macht als einfach nur Zahlen. Und habe mich dann dazu beschlossen, das weiterzuführen. Und hatte dann aber auch viele Steine im Weg gelegt bekommen, weil mein ganzes Umfeld davon nicht begeistert war. Aber ich habe trotzdem auf meine Intuition gehört, und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man auf seine Intuition hört. Ich glaube, wenn man ein Ziel vor Augen hat und das auch, also wenn man weiß, was man will und nicht einfach irgendwas macht, dann ist jede Entscheidung darauf ausgelegt, dass man es auch durchzieht und darauf hinarbeitet. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass du konkret weißt, was du machen möchtest. Sonst verläufst du dich nur auf dem Weg dahin. Ja, also das Allerwichtigste ist, sich selber treu zu bleiben. Und ich weiß noch, als ich angefangen habe, habe ich immer dran gedacht, oh, ich wünschte, ich wäre so wie die Person oder wie der oder keine Ahnung. Man will immer was anderes haben und man denkt, man hat so viele Fehler. Aber ich glaube, gerade das zeichnet dann irgendwie so die Persönlichkeit aus. Und am Ende habe ich so gelernt, dass das Wichtigste ist, seine eigene Person zu sein und seine Fehler zu embracen und das zu akzeptieren und auch gut zu finden und sich selber einfach treu zu machen.